Ganz kurzes Video, wie bekommt man einen alten Schaltzug aus einer SRAM SRT 4.0 raus und dementsprechend den neuen wieder rein. Dazu gucke ich mir das hier ein bisschen von unten an. Also, hier ist eine Abdeckplatte, die kann man nach unten ziehen. Zack, ne, man nimmt die einfach und zieht die nach unten raus. Das ist ganz simpel bei der. Dann schaltet man in Gang 1 und noch ein Stück weiter, dreht, bis es nochmal klickt. Dann drückt man den alten Zug hier durch und drückt, schiebt den alten Zug hier raus. Ganz simpel. Schön einfach gemacht, so funktioniert's. Also, wenn ihr nicht wisst, wie ihr den Schalter öffnet und schraubt hier dran rum und wollt ihn auseinandernehmen, müsst ihr gar nicht, einfach die Klappe rausziehen und dann hier den neuen Zug wieder hinein. Das ist der neue Zug. Da. Da kommt er an. Einfach ziehen. Fertig. Dann nehmen wir diese Klappe wieder, setzt die an und schiebt einfach zu. Das war das ganze Geheimnis. Also, ne? Wisst ihr Bescheid? Kleine Tipps von Tommy.